Hi Leute, heute geht es darum, dass Freiheit unser Geburtsrecht ist. Und zwar, schau dir doch einfach mal die Natur. Ein Tier wird geboren und glaubt ihr, da steht irgendjemand vor der Tür bei dem Tier und sagt, hey, jetzt musst du Steuern zahlen, jetzt musst du dies und jenes machen, sonst geh zur Arbeit, mach dies, mach jenes. Nein, die Natur, die Freiheit ist dein Geburtsrecht. So. Und der Mensch ist so das einzige Tier, das es irgendwie geschafft hat, sich so ein System im Kopf zu indoktrinieren, dass der Mensch wirklich meint, er müsste arbeiten, er müsste Geld verdienen und so weiter. Nix musst du. Es ist alles Gehirnwäsche, es ist Gehirnwäsche. Klingt vielleicht absurd für normal Bürger, aber es ist wirklich Gehirnwäsche. Kein Tier auf der Welt muss sich irgendwie sein Geburtsrecht, die Freiheit irgendwie verdienen durch Geld, dadurch, dass es jeden Tag schaffen muss. Kein Mensch muss jeden Tag arbeiten. Es ist alles im Kopf. Und jetzt kommen auch die ersten Stimmen schon im Kopf, so, ja, aber wie kann ich denn da Geld verdienen? Wo soll ich denn schlafen? Wir sind einfach so weit abgedriftet von der Natur, dass wir nicht mal mehr uns vorstellen könnten, in der Natur klarzukommen. Und das ist auch der Punkt, so back to the roots, zurück zu den Wurzeln, so wirklich radikale Wandel. Radikales Wort kommt einfach von an die Wurzel gehend, tiefgehend, eben, ja, radikaler Wandel, wirklich an die Wurzel gehend eben. Und da sollte man wieder hinkommen, sich radikal zu ändern, was keinesfalls negatives Wort ist. Und ja, man muss eben erstmal wieder einigermaßen natürlicher lernen, zu leben. Lernen, mit sich selbst klar zu kommen, lernen, mit der Natur wieder zu leben. Und dann wird man auch irgendwann wieder feststellen, dass es ist eine Illusion, es sind Gedankenkonstrukte, die man sich gebildet hat, dass man sich so abhängig macht von irgendwelchen Dingen. Und heutzutage ist es wirklich egal, also, was das Ding ist bei den Menschen. Heutzutage, viele Leute, es ist völlig wurscht an was, sie haften an allem und so. Ich habe mal so ein Video von so einem Yogi gesehen, da sagt er, es gibt Superman, es gibt Spider-Man und es gibt Glue-Man. Und jeder normale Mensch ist Glue-Man, Klebermann. Es ist völlig egal, alles was er anfasst, klebt an ihm. Und wenn du, sagt halt, wenn du Glue-Man bist, dann fass einfach nichts an. Es ist völlig egal, was du anfasst. Du wirst immer dran kleben bleiben. Man muss sich erstmal ja, geistig reinigen und so weiter. Bei vielen normalen Menschen ist es so, der Geist rennt einfach. Der Geist rennt und macht, was er will. So. Okay. Und die Menschen denken oft, oh, ja, aber wenn ich den Kopf nicht mehr benutze, dann ist er doch total sinnlos und identifizieren sich so sehr mit dem Verstand. Der Verstand ist nur ein Werkzeug, er ist ein Mittel, das du benutzen kannst, ein Sinn. Wie dein Tastsinn, dein Geruchssinn, dein Gehör. Und der Verstand ist eben nur ein Mittel, um Dinge auf eine andere Weise wahrzunehmen, zu verarbeiten und so weiter. Und man muss den Verstand auch mal abschalten können. Schaut euch doch mal an, meine Hände. Wenn die jetzt die ganze Zeit irgendwie zappeln, sind meine Hände dann sinnvoll? Nein. Meine Hände, ich muss der Herr über meine Hände sein. Und jetzt ist es sinnvoll, dass die Hände genau das machen, was ich möchte. Wenn ich möchte, dass sie ruhig auf meinem Schoß liegen, dann liegen sie da auch ruhig und machen nichts. Und dann ist es sinnvoll. Dann bin ich Herr meiner Hände. Und genauso soll es mit dem Verstand sein. Und wenn ich gestikulieren möchte mit den Händen, dann kann ich das auch machen. So. Und ich bestimme das. Und ich benutze meine Hände. Und dann sind sie ein sinnvolles Werkzeug. Und mit dem Verstand soll es genauso sein. Wenn ich meinen Verstand benutzen möchte, dann sollte ich ihn benutzen. Dann ist es sinnvoll.
Und man sollte wieder eben die Kontrolle über seinen Verstand lernen. Und wenn mein Verstand bei den meisten Menschen, er rennt ständig, man kann ja gar nicht, die Gedanken kommen einfach, sie kommen, man macht gar nichts und sie tauchen wieder auf. So. Der erste Schritt ist immer, die Gedanken zu beobachten und zu sehen, dass die Gedanken einfach sich, dass man sich nicht damit identifiziert. Ein schönes Spielchen ist immer, seine Gedanken einfach in einer Gedankenblase über seinem Kopf erscheinen zu lassen und sich selbst dabei zu beobachten, wie die Gedanken erscheinen und die einfach kommen lassen und dann wieder gehen. Und das ist der erste Schritt und irgendwann werden die Gedanken immer weniger werden. Und man wird feststellen, so, dass man sich ja selber auch beim Denken beobachten kann. Wer bin ich denn, wenn ich mich selber beim Denken beobachten kann? Und dann wird man feststellen, dass man sich dadurch allein schon nicht mehr so identifiziert mit seinen Gedanken. Es ist einfach nur eine Sichtweise, es ist einfach nur ein Mittel, die Welt wahrzunehmen. Und wenn man an den Punkt kommt, die Gedanken werden dann automatisch irgendwann immer weniger werden. Und diese alten Gedankenmuster, die immer wieder gleich aufgetaucht sind, die wird man immer mehr erkennen können, wenn man bewusst ist, wenn man bewusst im Moment ist, wenn man bewusst sich beobachtet, bewusst ist, was man macht, was man denkt. Und dann wird man immer mehr erkennen, so, was denke ich gerade wieder für einen Schmarrn, so. Und ja, das ist dann auch gar nicht schlimm, so, man denkt es halt und dann merkt man ja, ey, totaler Quatsch, was denkst du denn schon wieder? Und man hat diese Gedankenmuster dann einfach identifiziert und kann damit umgehen und die werden dann automatisch verschwinden. Und man muss eben wieder lernen, der Meister seines Verstands zu werden und nicht der Sklave von ihm. Und bei den meisten Menschen ist es so, der Verstand steuert den Menschen, nicht umgekehrt, wie es eigentlich sein sollte. Und da sollte man eben wieder hinkommen. Und wieder, um wieder aufs Thema zurückzukommen, ein bisschen abgedriftet so, mit Freiheit. Es ist eben dein Geburtsrecht. Und all diese Gedanken, das sind Illusionen, die im Kopf geschaffen werden. Selbst Zeit ist eine Illusion, wird man irgendwann feststellen. Die Maya haben es schon gesagt. Aber ja, es ist eine Illusion, es wird eine Realität geschaffen, dass du wirklich denkst, du müsstest irgendwie zur Arbeit gehen. Es ist immer nur der Verstand, der dann ständig mit Ausreden kommt, ja, Geld verdienen und man muss das Vertrauen haben. Und aber wirklich dahin kommen, es ist eben ein Prozess, das geht alles nicht von heute auf morgen. Man kann nicht erwarten, so, wenn ich jetzt jeden Tag 24 Stunden nicht tue, was mich wirklich erfüllt, dass ich das dann von einem auf den nächsten Tag ändern kann. Das schafft keiner so, das ist vielleicht die wenigsten, es ist sehr schwer. Und eine Möglichkeit ist eben einfach mal den Job zurückzuschrauben, einen Halbtagsjob zu machen, in der anderen Hälfte der Zeit dann wirklich das tun, was einen erfüllt. Und dann ist halt auch ein wichtiger Punkt, wenn man Sachen tut, die einen nicht so erfüllen. Man soll nicht nur das lieben, das tun, was man liebt, sondern auch das lieben, was man tut. Wenn man sich dann mit was abfindet, wenn man was tut, eben, was einen nicht so erfüllt, dann sollte man sich damit abfinden, die Situation akzeptieren und dann die Situation genießen. So. Man akzeptiert so, hey, jetzt ist es aber so, jetzt bin ich aber hier auf der Arbeit und dann kann ich die Zeit auch genießen. Es wäre ja völliger Schwachsinn, die Zeit würde verschwendet, wenn du sie jetzt nicht genießt. Bist du einfach nur beleidigt, weil du jetzt irgendwie meinst, das ist nicht so deins. Aber jetzt hast du dich doch dazu entschieden, hier zu sein, auf der Arbeit vielleicht. Und dann musst du es trotzdem genießen. Alles andere ergibt keinen Sinn. Entweder du akzeptierst eine Situation oder du verlässt sie. Das sind zwei sinnvolle Varianten. Irgendjemand hat mir noch eine dritte Variante gesagt. Die kommt mir gerade aber nicht mehr in den Kopf. Aber es reicht auch schon, die zwei Varianten. Entweder die Situation akzeptieren und dann auch die Situation annehmen eben und sich da nicht mehr drüber aufregen. Oder man verlässt sie eben und ändert sie. Also entweder annehmen oder ändern die Situation. Das sind die zwei Möglichkeiten. Ja, das wollte ich heute mal loswerden. Macht's gut, Leute. Ciao.